Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal kein Pokémon-Produkt. Heute haben wir mal Star Wars Destiny Imperium im Peak Booster Packs. Beziehungsweise ein ganzes Display mit 36 Boostern. Ich werde es so einteilen, dass ich drei Videos mache, A10 Booster. Und die restlichen 6 stelle ich mir ins Regal ein. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir hier drin haben. Ich habe sowas noch nie aufgemacht. Das ist jetzt mir mal einfach so steigert, da ich auch ein Star Wars Fan bin. Wir schauen einfach mal, wie wir den Onkel hier aufkriegen. Ich gehe einmal hier rüber. Sehr viel Müll an dieser Stelle. Hier unten macht man auf. Hier kleben die Finger. Tja, dann geht man da raus. Sieht noch so cool aus, wie die das hier aufgemacht haben. Ja. Hier so vor, oder was? Ah, hier. Hier haben wir es doch. So, ich würde aber sagen, wir holen uns einfach 10 Stück raus. Sonst verzähle ich mich noch am Ende. Einmal, zweimal, ich glaube, das sind alles dieselben Artworks vorne drauf. Dreimal, viermal, fünfmal, sechs, sieben, acht, neun und 10. Dann stellen wir die Box auch wieder hier auf die Seite, dass wir ein bisschen Platz haben. Legen die Muster mal hier hin. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Auf jeden Fall ist in jedem Pack ein spezieller Würfel drin und 5 Karten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Oh, hier schaut wie das Pack schaut gleich aus. Gut, ich würde sagen, starten einfach mal. Oh, geht schon mal gut auf. Dann haben wir als erstes hier mal den Würfel. Keine Ahnung, wie der Typ hier heißt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kenne ihn auf jeden Fall, aber den Namen weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Und dann haben wir, was sind hier so drin, die Karten in diesem Umschlag. Ja, dann haben wir 5 Karten. Von der Qualität her, naja, nicht so geil, aber gucken mal, dann haben wir hier als erstes, das ist ein Techniker-Team. Eine Unterstützung. Hauptquartier des Imperiums. Auch noch eine Unterstützerkarte. Dann haben wir Steckbriefe. Ein eigenes C, so viele Karten wie ein Gegner Charakter hat. Das ist bestimmt auch ein cooles Spiel, wenn man es kann. Dann haben wir imperiale Rückendeckung. Kenne mich jetzt hier auch nicht aus, ob das hier eine Rare-Karte oder was für eine Stufe das hier hat. Steht auch nicht da. Kann man das irgendwo erkennen, welche Rarität das Ding hat? An der Farbe vielleicht. Jetzt schon einmal eine gelbe Karte dabei, 2 rote. Das ist jetzt die dritte rote. Ah ja, und dann haben wir hier Bosk, so hieß er, genau, Wookie-Jäger, das ist dann wahrscheinlich die Rare, oder? Das ist auf jeden Fall auch wieder gelb. Und passend zum Würfel ist das, vielleicht ist hier der Würfel, zeigt an, welche Rare-Karte hier mit bei ist.
Ich leg dann hier einfach mal hier hinten ab. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Rare-Karte ist. Auf jeden Fall hat er 11 oben. Ob das gut ist, ist es nicht. Dann haben wir hier Pack Nummer 2 und haben hier erstmal den Würfel. Wenn der Fokus möchte. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ach so, warum muss das sein? Das ist auf jeden Fall so ein Kopfgeldjäger-Schiffchen. Dann wird es wahrscheinlich hier drin sein. Schauen wir mal. Dann haben wir nochmal das Techniker-Team. Alarmstufe Rot. Nochmal Steckbriefe. Hastige Flucht. Und tatsächlich Darth Vaders TIE Turbojäger. Der wo auch hier mit in dem Pack drin war. Das finde ich ja cool. Das heißt, der Würfel zeigt uns eigentlich schon an, was man für eine Rare-Karte oder eine, wenn es denn die Rare ist, hier mit bei haben. Ist auf jeden Fall cool. Ich leg das mal hier hinten mit ab. Und dann den Würfel mit dabei. Machen wir hier noch mehr Platz, dann können wir noch mehr Karten hinten aufbauen. Kommen dann zum nächsten Pack. Da haben wir hier einmal, wenn ich hier richtig rumhalte, schwer zu erkennen. Ich weiß selber nicht, was das darstellen soll. Auch wieder so ein Schiff. Denke ich mir mal. Oder nee, Grievous ist es nicht. Wir gucken einfach mal. Dann haben wir einmal Schenken. Cool. Der alte Ben. Und Luke. Das ist eine blaue Karte. Ich glaube, die blauen Karten sind am seltensten, so wie es ausschaut. Dann Staffel aussenden. Oh, tötet alle. Ein Ereignis. Dann haben wir einmal Finte. Ah, das soll das darstellen. Ein Kabelwerfer. Alles klar. Kann interessant sein, das Spiel. Aber es ist wahrscheinlich schwer zu lernen, wenn man es nicht kann. Dann haben wir Pack Nummer 4 und da haben wir auch wieder eine Waffe. Ich glaube, einen Scharfschützen. Gewehr soll das sein. Ich finde die Würfel ganz cool. Ich habe am Anfang gedacht, dass es hier so drauf geklebt ist, ist aber gar nicht. Finde ich auch ganz cool, dass mit dem Pappding hier drin ist. Das die Karten schützt. Dann haben wir einmal in die Enge getrieben. Von einem bösen Jedi. Dann einmal heimtückisch. Glückstreffer. Das sind die kleinen Dinger hier mit Evo. Diese Viecher da geschossen haben, die wo. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Ey. Wenn ich es angucke, weiß ich es wieder. So oft die Filme angeguckt, aber ich kann mir irgendwie nichts mehr merken. Dann haben wir einmal Abwurfzone und dann haben wir A280 Blastergewehr. Ja, cool. Auch wieder alles immer schön passend zu den Würfeln. Mal gespannt, ob wir was Doppeltes ziehen hier. Dann haben wir einmal so eine vom Imperium eine Aufklärungsdrohne.
Machen wir einmal Nachhut. Schildgeneratoren. Es zählt nur das Geschäft. Durchhaltevermögen von Luke. Das ist zum ersten Mal eine graue Karte. Hatte ich noch nicht. Und unsere Suchdrohne vom Imperium. Pack Nummer 6 haben wir wieder eine Pistole, Gewehr. Der Fokus ist auch nicht. Jetzt so ein bisschen. Ja, viel kann man da nicht erkennen auf den kleinen Würfeln. Immer lieber die Packs raus. Ich weiß nicht, ob es überhaupt holographische Karten gibt. Bis jetzt habe ich noch nichts gezogen. Ich glaube nicht. Da haben wir einmal hier, heute haben wir gewonnen. Die kleinen Wookies hier und Prinzessin Leia. Dann haben wir Waffenruhe. Innerer Frieden. Das ist auch so ein Jedi, den ich früher auf der PS1 gespielt habe bei Star Wars. Was es da gab, das Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War auf jeden Fall cool damals. Verkleiden. Und einmal ein T7-Ionen-Destruktor-Gewehr. Alles klar. Dann kommen wir schon zum Pack Nummer 6. Und haben als Würfel. Schaut mir wieder so aus wie eine Suchdrohne. Dieselbe ist es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall eine andere. Dann haben wir einmal hier nachrotet, die haben wir ja schon die Karte. Zerschlagen. Also bisher sind sehr viele Karten dabei, die man noch nicht hatte. Partnerschaft. Dann einmal Flankierungsmanöver. Und unsere 109 Suchdrohne. Suchdroide. Pack Nummer 8. Bleiben noch 3. Jetzt haben wir mal einen Jedi. Aber fragt mich nicht, wie der heißt. Den kenne ich vom Namen her nicht. Ich glaube, der ist auch eher in den Film unbedeutender. Und dann haben wir hier einmal keinen Überlebenden. Oh ja, keine Überlebenden. Das ist eigentlich so ein wiederverwertbares Ding mit diesen kleinen schwarzen Figuren da, die das dann verkaufen, als ob Millionen aufstehen. Das ist von den Artworks her, das ist schon ganz cool, echt bis jetzt. Dann haben wir nochmal Tötet sie alle, verkleiden und unser, oh nice, ein dunkler Jedi, okay. Qui-Lan Force. Kenne ich gar nicht. Okay. Dann haben wir Pack Nummer 9. Ist auf jeden Fall wieder was Verschiedenes drin. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was das hier sein soll. Wir fangen an einmal mit einem oder einer örtlichen Patrouille. Dann die Machtversion. Kennt man auch gut aus dem Film. Thermalfarbe. Dann einmal der Verrat. Und einmal
EMP-Granaten sind das, okay. Alles klar, dann kennt man es. Also ich glaube, so Rare oder holographische Karten gibt es hier gar nicht. Beziehungsweise die gelben sind Rare, schätze ich jetzt mal. Bin mir nicht sicher. Falls jemand Bescheid weiß, was hier die Rarität anzeigt, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Oder wenn er sich generell mehr mit dem Thema hier auskennt. Dann haben wir hier einmal noch so eine Dame da drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, wen die darstellen soll. Auf jeden Fall habe ich danach, nach dem Opening, hier sehr viel Müll. Das steht schon mal fest. Wenn wir einmal deaktivieren, das ist in diesen kleinen Viecher, die in diesem, ob sie nochmal liegen, in diesem Teil hier drin sind. Dann haben wir einmal Mandalorianische Rüstung. Okay. Vertrauen der Macht. Oder Vertraue der Macht. Alles klar, mache ich. Dann haben wir einmal Unterstützung mobilisieren. Und die Dame ist Blazine Nasal, Meisterin der Manipulation. Ich kenne das alles gar nicht. Schon krank. Was es hier noch alles so gibt, was man eigentlich überhaupt nicht kennt. Ich würde sagen, das war's für Teil 1. Es sind auf jeden Fall schöne Artworks dabei. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, falls sich jemand damit auskennt. Ich glaube, die Farbe zeigt die Rarität an. Was hier die Rare ist und was hier nicht, könnt ihr, wenn ihr Bescheid wisst, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ich glaube, auch holographische Karten und so gibt es hier nicht. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zur Folge 2 wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao, ciao.